So, mein Lieber, wir machen heute was richtig Specialiges. Weißt du was? Ich bin darauf gar nicht vorbereitet, doch, ne? Doch, doch. Du gibst mir jetzt die Preise wieder, du Bastard. Nein. Wir haben gerade gleich... Herzlich willkommen. Warum habe ich das nicht, diese Knarre? Die ist ja mega geil. Geisteskranker Fiebertraum, so, hier. Hier, Stücke Paprika. Wir machen nämlich heute Freundestest. Und der uns verraten wird, ob ihr wirklich Freunde seid. Das hat einfach irgendjemand online reingestellt. Nein. Wir haben einen im Team, der ist Psychologe. Ja. Nein. Weißt du, wer? Thomas. Nein, der ist Psychopath, aber nicht Psychologe. Dem Mann geht's nicht gut. Guck mal, wir haben uns jetzt so viel gestritten in den letzten Jahren, deswegen ist es eigentlich ganz geil, mal herauszufinden, ob wir überhaupt Freunde sind. Ja, weiß stimmt. Ich gar nicht. Das ist ja alles komplett weiß rein. Man ja auch gar nicht, ne? Vielleicht ist es rein geschäftlich. Privat haben wir zum Beispiel nichts zu tun miteinander. Ja, stimmt. Ja, ne? Ja. Der Verlierer kriegt eine Strafe? Ich weiß nicht, ob es Verlierer gibt in der Freundschaft. Das sehen wir nachher. Das war wirklich sehr schön. Das nervt jetzt schon. Guck mal, er ist nicht bereit dafür. Ich öffne mich schon, das ist so wie Paartherapie. Oh, Digga, Stromschlag. Guck mal, das ist eine Spannung zwischen uns. Ja, das ist eine Spannung, ja. Der Fototest. Ihr bekommt jetzt beide von mir jeweils ein Foto vom jeweils anderen. Ja. Ju, du kriegst dieses Foto. Oh, Digga, was ist das denn? Okay. Du kriegst dieses Foto. Also, es ist wirklich wie Paartherapie. Ihr schaut euch die jetzt mal ganz genau an, diese Fotos. Und sagt euch gegenseitig, was euch dazu einfällt. Und die Fotos dürft ihr auch behalten für das Spiel. Okay. Das könnt ihr gerne behalten. Danke, toll. Sehr wichtig. Mir kommt zuerst in den Gedanken, dass du sehr freundlich aussiehst. Ja? Mhm. Hast einen sehr fröhlichen, aufgeschlossenen Gesichtsausdruck. Ja, und du siehst ein bisschen aus wie so eine Rolle von Kaya Jana mit deinem Bart und der Mütze. Das ist sehr viel, muss ich auch so viel sagen? Weiß ich nicht. Also Revi hat ja jetzt eher nur beschrieben, was er sieht. Ja, auch was ich fühle. Du kannst ja eher sagen, was du da Okay, fühlst. Ich sehe auf jeden Fall in diesem Bild einen recht traurigen Menschen. Hä? Wo denn? Ich bin noch am Lachen. Ist das nicht voll traurig? Sieht das traurig aus? Also meine aus? Menschenkenntnis geht schon so weit, dass ich diese Fröhlichkeit da, dass ich da durchgucke. Digga, ich glaube, ich bin einfach mega besoffen. Aber das tut man ja auch, weil man sehr traurig ist. Ach so. Ich sehe Trauer. Sagst du einfach, dass du auf dem Foto besoffen warst? Wo war denn das? Oh. Das war ein Placement-Foto. Nein, das war ich nicht besoffen. Da war ich nüchtern. Es sieht doch ein bisschen so aus, als müsstest du auf Toilette. Revi ist ja oberflächlich, aber okay. Das ist die Paartherapie. Okay. Ich habe das erstmal so abgespeichert. War ich's falsch, ne? Nö, ist schon okay. Ja. Ist schon okay. Ist normal, dass beim Therapeuten jemand hinter der Kamera steht und da drei Leute die ganze Zeit im Kopf schütteln? Weil da stehen halt die ganze Zeit Leute. Das ist dein Team, das sind nicht Leute. Also ich würde schon sagen, dass du eigentlich so ein bisschen einfühlsamer war und dass wir jetzt bei dir noch so ein bisschen die Liebe aus dir rausholen müssen. Ja, okay. Ich versuche ein bisschen mich zu öffnen auch, ja? Das ist sehr schön. Ja. Auch mal etwas Positives sagen. Nochmal? Nein, das ist jetzt eure Fotos, die dürft ihr behalten. Das sind eure Bilder. Okay. Bitteschön. Genick. So. Du wolltest gerade zerreißen, Thomas. Ich wollte es nicht zerreißen. Nein. Ich mach dir Flügel. Wir beide. Ganz was, kurz. Du weißt noch gar nicht, was ich an kurz, positiv. Er hat jetzt Arme. Guck. Nee, das finde ich doof. Das verletzt mich. Hallo. Das ist verletzend. Auch so. Merken. Was ist das? Das ist gemein. Ihr müsst euch jetzt gegenseitig immer etwas Positives sagen. Boah, das wird schwierig. Immer abwechselnd, bis euch nichts mehr einfällt. Oder ist das schwierig? Ich würde sagen, Revi fängt an. Du bist ein kreativer Mensch. Super. Mhm. Ja, du bist auch ein gut aussehender Mann. Du bist sehr unterhaltsam und lustig. Du bist auch sehr lustig und sehr spontan. In Amsterdam haben wir den Feuerteufel beschworen. Oh, das war krass, ja. Das war ein Bonding-Moment. Ja. Wow, krass. Wir haben viele tolle Sachen zusammen erlebt. Und wir haben den Teufel, den haben wir auch gesehen. Der auf war der Tanzfläche. Oh, der war super rot. Und der hat auch einen Namen. Mhm, das dürfen wir über sich sagen. Nicht? Nein. Der findet Piepen den Namen? Dann sag ihn. Deine Mutter. Ja, ich kenne dich schon sehr lange. Ich kann das gar nicht jetzt einfach jemand angucken und was Positives sagen. Ist das ein gutes Video? Ich meine, wenn dir nichts einfällt, ist ja... Eigentlich schade, schon ne? Schade. Das ist schon schade, ja. Ich habe Mitleid gehabt, dass du dein Bein kaputt gemacht hast. Okay, nächste Frage. Okay, das lief ja schon mal nicht so gut. Doch, von meiner Seite aus war gut. Ja, von deiner Seite aus war gut. Ja, ich fand das gut. Ja. Ich hab's gut gesagt. Ich weiß, es kam jetzt nicht so rausgesprudelt. Doch, von mir kam. Klar, ich hätte noch weitermachen können. Dann sag nur eine Sache. Ne? Ich finde zum Beispiel, dass Ju für sein Alter, ne, sehr jung geblieben ist. Mhm. Und man merkt dir das nicht so an. Also es ist sehr schön, dass du noch so spritzig bist.
Schön. Schön, ja. Ja. Das ist toll, gefällt mir. Diese Fragen sollte jede Beziehung unter sich klären. Ihr müsst euch da reinversetzen. Okay. Wir fühlen uns rein. Ihr erwischt den jeweils anderen im Bett mit der Freundin. Ich sehe Revi jetzt in meinem Bett mit deiner Freundin und andersrum. Wäre es überraschend? Boah, es wäre schon hart. Boah, weiß ich gar nicht. Ich bin gar nicht bereit dafür. Mhm. Ich komme da so rein, dann liegst du da mit ihr im Bett. Mhm. Ne? Ich denke mal auch nackt unter der Decke. Mit Sex auch? Mit Sex. Die liegen da halt. Nackt. Die liegen, gucken Netflix. Nackt. Oder die gucken nur Netflix. Ja. Aber nackt. Das ist jetzt auch egal. Die liegen da halt. Ja, aber wenn die nur da liegen, ist ja was anderes, als wenn die bumsen. Ja, also die sind unterm Bett. Mhm. Unterm Bett. Unter der Bettdecke. Ju versteckt sich unterm Bett meiner Freundin. Das ist seltsam. Okay, du hast dann, überlegen, ja. Ich glaube, die Situation ist mir noch nicht also genug beschrieben. Wenn ich jetzt reinkomme, die beiden haben Sex, dann wäre das sehr schade. Das fände ich blöd. Aber, und jetzt muss ich sagen, kommt es natürlich auch auf den, also darauf an, ne, wie lange ist man mit der Person zusammen? Wie sind ja auch vielleicht da die Beziehungsverhältnisse, ne? Aber so oder so, auch wenn ihr im Schlechten auseinander oder zusammen seid oder im Guten, ist ja trotzdem eine weirde Situation. Die Situation bleibt trotzdem weird. Ja, ich würde jetzt nicht direkt mitmachen. Zu dritt Spaß haben ist für viele ein brisantes Thema. Nee, da würde ich mich schon gekränkt fühlen auch. Wäre dann auch definitiv alles aus zwischen euch beiden? Nein, das glaube ich nicht. Das nicht. Ich würde schon vergeben. Ich würde auch da stehen und würde auch sagen, erstmal schade. Ich wäre nicht aggressiv, ich würde nicht hauen. Nee, das nicht. Ich fände es schade, weird auch, wie du da reinkommst. Okay, durch meine Freundin halt. Ja. Dann würde ich dir wahrscheinlich schreiben. Ja. Irgendwann am nächsten Tag. Mhm. Hey, was soll das? Ja. Was sollte das? Ja. Dann erkläre ich es. Ich sage, hey, war geil. Und dann schreibst du, ja, stimmt. Ist auch meine Freundin. Richtig, ja. Dann würde ich auch wahrscheinlich mit meiner Freundin reden. Ja. Aber im Ganzen wären wir nicht positiv überrascht. Ja. Aber ist das schon mal gut, dass ihr dann nicht direkt getrennt habt? Nein, wir würden schon reden. Wir würden schon miteinander reden, ja. Ich würde beim Rausgehen noch einen Preis mitnehmen für ein Video. Ja, mein Bett ist ja nicht da vor den Preisen. Schläfst du nicht mit den Preisen in einem Bett? Nee. Ich habe einen, mit dem schlafe ich. Einen Preis habe ich. Von mir, ja. Hier von Nickelodeon, dieses Ding, dieses Luftschiff. Mhm. Wenn man sich da nackt drauf, egal. Wenn ich jetzt mit deinem Vater was hätte? Ich würde auch sagen, schade. Aber alles Gute euch. Alles Gute euch, ja. Okay, schön. Cool. Diese Runde lief eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Auch so therapeutisch. Das ist wirklich therapeutisch. Ich wollte genau das Gegenteil sagen, aber ja, was du sagst. Hättest du jemals gedacht, nach diesen ganzen Dings, dass wir jetzt hier sitzen und Paartherapie haben? Therapie so machen? Nee, eigentlich nicht. Können das alle machen? Ja, man kann mich buchen dafür. Ja. Krass. Also die werden ja speziell den Personen Leuten zugeschnitten, ne? Lüge oder Wahrheit. Oh. Jetzt kommt so ein bisschen auf Menschenkenntnis. Ja, besonders klar. Menschenkenntnis, die zwischen euch beide. Ja. Beide müssen abwechseln, zwei Lügen oder zwei Wahrheiten über sich selber erzählen und der andere muss erraten, ob es jetzt wahr oder falsch ist. Kann ich nicht einfach eine Sache erzählen und dann... Können auch damit erstmal anfangen. Ja, dann erzähl Ju einfach mal eine Sache, die er dir glauben muss oder nicht. Ich überlege gerade, ich gehe gerade ganz weit in der Zeit zurück, ganz weit. Als du noch in Köln gewohnt hast, in deiner Wohnung, kann ich dir das sagen, ist ja egal, ne? Wohnt da jetzt irgendwer anders drin? Da wohnt auf jeden Fall noch andere YouTuber danach. Ja, so da. Da habe ich es gehasst, in deiner Wohnung zu sein, weil die immer gestunken hat und immer unordentlich war. Okay, das ist eine Lüge oder die Wahrheit? Ich weiß nicht, musst du nicht sagen. Also es würde schon Sinn machen, weil da waren ja auch sehr viele Menschen, wie zum Beispiel auch ein Simon Unge ab und zu mal, der dann einfach so reinkam, mich bedroht hat mit einem Plastikmesser. Aber stimmt. Es war auch immer sehr voll dort. Ja. Aber ich überlege gerade, wie viele Menschen oder wie oft warst du denn in dieser Wohnung? Sehr oft. Warum? Ich war mit Sascha ein paar Mal da und so. Es ging um die Fragestellung, ob Gruppensex durchgeführt wird. Ich hatte mein Bett da auch drin. Ja. Das heißt, gearbeitet und Bett. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da gestunken hat. Aber würdest du das sagen oder so empfinden? Ich würde sagen, dass es eine Lüge ist. Das ist richtig. Es war zwar unordentlich, aber ich stand da voll drüber. Weil du gerade erzählt hattest, den Dämon, den wir ja beschworen hatten. Mhm. Ich war da zu der Zeit noch mit ihm eigentlich connected. Ja. Und es gab ja noch Mediakraft zu der Zeit. Ja. Die wollten uns ja auch kaufen. Ja. Dann hatte der Typ, dieser Dämon, der da war und auch bei Mediakraft gearbeitet hat, ich habe gar nicht, ob ich schon zu viel gesagt habe, aber... Jeder weiß, wer es ist. Hat ein Angebot gemacht, wo ich heute sagen würde, wenn ich das veröffentliche, dann würde der gecancelt werden. Weil es einfach ekelhaft war. Ja. Ich glaube, es ist die Wahrheit. Das könnte echt die Wahrheit sein, ne? Aber es ist ja eine Lüge gewesen. Aber das könnte schon sehr gut sein, ne? Das könnte halt schon sein, ne? Also wir lernen, du hast irgendwie mehr Bindung zu Revi, du kannst besser lesen. Hä? Was ist das für eine Interpretation? So, ist doch so. Du Wichser, er ist einfach ein besserer Lügner.
Ihr müsst euch lesen. Das war so schön. Guck mal, was er mit meinem Gesicht macht. Ja, wieso? Ich hab dir... Was für bessere Bindung, Digga. Der macht mich kaputt. Ich hab dir die Fähigkeit zu fliegen gegeben. Guck mal, du kannst fliegen jetzt. Diggi, ich kann nichts. Ich liege auf dem Boden, Ich liege im Dreck einfach. Weißt du, wie viele Menschen hier auf dem Sofa saßen? Psychologe ist komplett scheiße. Die allseits beliebte One-Word-Challenge. Ich gebe euch jetzt den Teil eines Satzes vor und ihr müsst den zusammen zu einer Geschichte formen. Mhm. Jeder darf immer nur abwechselnd ein Wort sagen. Na klar. Dann fang du mal an. So begann unsere Freundschaft. Damals hatte Simon viele Freunde, aber... Was ist denn für aber? Hatte viele Freunde, aber... Zum Beispiel aber keine. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich da anknüpfe. Nee, du musst da jetzt ein Wort sagen, aber... Aber wusste nicht, dass Revi und Dena... Nein, falsch! Achso. Ju, sag Ju. Ju. Sich... Noch? Nicht? Kennen. Also? Und jetzt. Also, stach? Simon! Mit? Einer. Packung? Mistgabeln? Zu. Und tötete? Nee, sind zwei Wörter. Achso, und? Und verletzte? Dabei? Sich? Und? Dena! Dann kam Ju und Revi lachend, weil Cheng auch zitterte vor Schmerzen und Trauer. Er verpackte Penisse. Punkt. Das war's. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Das ist cool. Ja. So begann unsere Freundschaft. Damals hatte Simon viele Freunde, aber wusste nicht, dass Revi und Ju sich noch nicht kennen, also stach Simon mit einer Packung Mistgabeln zu und verletzte dabei sich und Dena. Dann kam Ju und Revi lachend, weil Cheng auch zitterte vor Schmerzen und Trauer. Er verpackte Pisse. Poesie. Ich finde, ihr habt gut miteinander. Ich finde auch gut, ja. Ne? Aber ganz kurz fliegen lassen. Jeden Flug der besser, danke. Achtung. Ja, guck mal, ich falle einfach nur, ich falle. Ja, ich halte dich ja, ich bin ja für dich da. Nee, los, schreib das auf. Nähe ertragen. Ihr müsst euch jetzt eine Minute lang anstarren mit Nase an Nase. Der riecht voll nach Ei aus dem Mund. Kannst du noch so ein Minzding nehmen, kurz? Es muss uns kotzen, ich hasse Ei. Ihr müsst da durch, egal wie man stinkt. Können wir das dazwischen haben? Wenn das für euch wichtig ist, dass ihr euch nicht richtig berührt, dann kannst du einen Timer machen. Hast du da gefurzt? Nein. Das ist ja voll alles. Leute! Und ja, danach bitte. Unterhaltet ihr euch bitte drüber, was das mit euch gemacht hat. Dan hat den Timer. Das ist ja kein Starke drauf. Jetzt mach doch. Du siehst aus wie Trimax. Ich kann Revi danach nie wieder dissen, ne? Nase an Nase. Und go. 60 Sekunden. Anstarren. Digga, es ist mir so ein Ei. So schlimm. Ich hasse den Geruch von Eiern, Digga. Ich hab nur den Mund. Das ist das Kotze. Sieht auch gar nichts, weil du viel zu nah. Kannst du irgendwas erkennen? Nee. Ich sehe einfach alles verschwommen. Das ist so weitwinklig. Ich muss kotzen. Boah, deine Nase ist so ölig. Ich war bei Kosmetik. Machst du? Ja, und du? Soll ich die auch mal kratzen? Ich will auch, dass ihr euch besser fühlt, deswegen werdet ihr aneinander gebunden. Boah, stressig. Das ist kein normaler Psychologe hier, oder? Nee. Doch. So. Aua, das ist ja richtig fest. Au, au, das bricht mein Handgelenk. Hattest du schon mehrere Dates, die so verlaufen sind? Eigentlich alle. 5, 4, 3, 2, 1. Unterhaltet euch. Es war wunderschön. Es war ein bisschen zu nah. Also mir hat da die Nähe gefehlt, aufgrund der Nähe. Lass uns mal richtig zusammenrücken. Ja, was hast du gefühlt? Ja, es war halt wirklich... sehr intensiv, ne? Das war sehr, sehr intensiv. Eine sehr intensive nicht Erfahrung. Lösen, nicht lösen. Okay, achso. Ah, ja. Ja, ich hätte gern diese Nähe verspürt bei meinen Ex-Freundinnen tatsächlich. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Das hat mir einfach gefehlt. Ich finde, das ist eine coole Sache, die man echt mal machen kann bei einem First Date so. Ja, einfach sich mal anstarren auch, ne? Genau, anstarren. Hast du geweint? Ich habe ein bisschen geweint, ja. Du hast Tränen in den Augen, ne? Das ist immer so, ja. Wenn ich lache. Ja, also abgesehen von dem Eigeruch, der aus deinem Mund kam, fand ich das sehr schön. Ah, ja. Und ich glaube, das hat uns nochmal auf ein anderes Level gebracht, freundschaftlich. Ich glaube auch. Ich meine, wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich mache nochmal so ein Diss an Revi, dann erinnert man sich an den Moment und denkt sich so. Irgendwie nicht. Nee, fühle ich jetzt nicht mehr. Ja, ja. Frieden. Schon mal schön, finde ich gut. Also, das hat wirklich was gebracht gerade. Man hat auch gemerkt am Anfang, ihr habt euch sehr gesträubt, aber mit der Zeit wurde man lässt sich dann auch irgendwann fallen. Ja. Ja. Man konnte sich wirklich fallen lassen im Gesicht vom anderen. Und da werden wir direkt beim nächsten Thema fallen lassen. Diese Challenge kann ich nicht machen mit dem Auffangen, das geht nicht. Geht das nicht? Das ist also, ich
das ist... Okay, dann machen wir das aber wenigstens, dass du Ju fangen musst. Aber kann er ja auch nicht. Ich fange, ich kann ja nicht stehen, ohne Krücken. Oder wir machen so, wir gucken, wie lange du stehen kannst, ohne Krücken. Und du trittst mir aber die ganze Zeit gegen das Bein. Eine glückliche Beziehung ist nämlich leider kein Selbstläufer. Ja, ist dann das... Dann sag mal, würdet ihr denn dem anderen vertrauen bei der Sache oder würdet ihr sagen, nee? Ich sag ehrlich ja. Ich safe auch, ja. Weil sonst kann ich die behalten? Die schenke ich dir. Mach mich damit selber einen Heizkörper. Ja, Vertrauenstest, konnten wir ja leider nicht machen. Aber er wäre aufgegangen. Genau. Aber zum Glück ist noch Punkt neu. Und zwar den Vertrauenstest extrem. Zweimal fallen lassen. Und zwar, Revi wird eine Insta-Story mit Ju's Handy aufnehmen. Und Ju bei Revi. Und dann gucken wir mal, was da veröffentlicht wurde. Okay. Na komm, hier. Ich geb's dir. Ja, du kannst direkt. Okay. Ist okay, wenn ich ein Placement mache, ne? So dreist, Ding. Ich sehe schon mal bei beiden kein hämisches Grinsen. Obwohl, jetzt sehe ich's. Nee, ich muss über deinen Satz lachen. Okay, ich bin bereit. Ja, denk mal, das ist es. Ich habe ein bisschen Sorge. Juke schreibt, glaube ich, einen riesigen Text. Ich habe aber später angefangen. Nee, ich habe auch so ein bisschen das Thema des Videos wieder aufgegriffen. Ach so, ja. Ah, okay, cool. Ich auch. Ja, Digga, also was machst du da? Wen taggst du da jetzt alles wahrscheinlich? Nicht streiten, Leute. Ich tagge niemanden bis jetzt. Ich muss sonst davon wieder löschen, wenn scheiße ist? Ja, nein. Ne? Wie nein? Digga, wenn der jetzt da irgendwas Schlimmes schreibt und irgendwie... Dann hat er natürlich den Vertrauenstest verloren. Ja, toll. Und nicht mein Instagram-Account. Du kannst dann danach den gerne löschen, wenn er... Schlimm ist. Aber eigentlich hoffe ich, dass beide diese Story behalten. Alter Ju. Okay, ich bin gleich fertig. Einen Satz noch. Und du sagst, dass dieser Instagram-Ding ja schlimmer ist als das mit dem Hinfallen, weil unser Leben nicht so viel wert ist wie unser Instagram-Account. Ja. Ja, okay, gut. Mann, Junge, es reicht doch jetzt! Wie kriegt man das hier weg? Ja, der gibt sich Mühe. Oh, Mann, ich habe nur was ganz Kleines geschrieben. Ey, der ist schon seit 5 Minuten am Schreiben. Okay, dann posten wir jetzt. 3, 2, 1. So, dann schaut euch mal an, was ihr so gemacht habt. Revi hat bei mir gepostet, Friends forever, Besties. Ich bin richtig froh, dass Revi heute nochmal hier ist. Wir sind seit Jahren schon Freunde und ich bin happy, dass wir uns kennen. Ist sweet. Oh, ist sweet. Ist sehr, sehr schön. Digga, und du hast geschrieben, hey Freunde, ihr wisst ja, was mit meinem Bein los ist. Meniskusriss ist das, deswegen bin ich auch momentan etwas ruhiger. Die Zeit ist mir aber auch wichtig geworden, zu be honest, weil ich gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nicht YouTube. Das wird viele von euch schocken, aber ich würde meinen Hauptkanal gern verkaufen. Verkaufen klingt jetzt krass, aber irgendwie sehe ich da schon einen gewissen Wert. Weil da auch viel Arbeit drin steckt. To be honest, sehr safe. Ich weiß nicht so viel über du den Bam ein bisschen halt. Ich würde ein bisschen schauen, wer am meisten bietet. Oh, Digga, das ist schade. Es ist schade, aber auch lustig. Muss ich zugeben. Ey, darfst nichts mehr posten. Du darfst nichts mehr posten. Also ich finde schon, eigentlich ist Ju's Story gar nicht so schlimm gewesen. Im ich auch nicht. Das ist Paprika. Hä? Hey, wo hast du das her? Bist du oder nicht? Nee. Hey, was ist das für ein Video? Wie verarscht mich doch? Hier muss doch irgendwo noch eine Kamera sein. Was ist das hier? Bruder, was drehen wir? Ey, liebe Paartherapie. Die Maltherapie. Ihr müsst jeweils eine Karikatur des anderen malen. Easy, kann nicht. Ja, jeder bekommt eine Schreibunterlage. Bitteschön. Auf. Es ist an alles gedacht. Draw me like one of your French boys. Ich hab noch nie French Boy gemalt. Schau mich mal wieder an. Ja, Digga. Das ist eine sehr kleine Oberlippe, ne? Das ist eine sehr kleine Oberlippe, ne? Kann das sein? Könnte einfach jeder hier sein. Das ist so eine Phantomzeichnung. Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, heute, gestern, 13 Mal. Scheiße, nicht vermalt. Kannst du malen? Nein. Bin fertig. Ging ja auch darum, schnell fertig zu sein, oder? Dann zeig mal, was ihr gemalt habt. Dann erklär mal. Ich weiß ja auch nicht. Echt? Das ist ja voll racist. Nein, warum? Was? Ja, so hier ist dein Vape. Achso, ich dachte, das ist irgendwie so eine rauchende Ginflasche. Nee, das ist hier dein Bart. Mhm. Und dann habe ich dir so ein Giga-Chat-Kin gemacht. Geil, auch 6 Finger, Digga. Und du zeigst ja immer den Mittelfinger, wenn du irgendwo bist. Ja. Okay. Und ich habe dich irgendwie zu fett gemalt. Ja, nee, so fühle ich mich gerade schon. Was ist dieser Kreis hier? Das ist deine Kapuze von dem Hoodie. Ah, okay. Oh, wer ist er denn, Digga? Also, ich dachte erstmal so, ne, du hast dann schon dieses schmale, ne, aber schon kräftige männliche Gesicht. Und du bist auch so ein bisschen gezeichnet vom Leben, deswegen habe ich dir so ein paar Falten. Habe ich so Falten, ja? Ein bisschen. Ja. Ich habe deine Augen trotzdem auch so ein bisschen traurig gelassen, ne, deswegen sind die so ein bisschen angeschrägt, ne. Der Bart ist auch hier, dann hast du auch so ein bisschen Nasenhaar, weil die habe ich auch gerade entdeckt bei dir. Der Körper, rasieren, ja. An sich dein Körper recht klein, was aber nicht viel bedeutet, weil ich habe dir sogar noch ein Cape gemalt, weil für mich bist du wie ein Superheld. Und ja, deine
recht spitze, starke, ausgeprägte Nase. Ja. Kindstruktur. Ja, dein Bart halt, ne? Ja. Du hast deine Arme verschränkt, weil ich sehe dich immer, dass du deine Arme verschränkt hast. Ja. Das machst du ja bei jedem Influencer. Aber ich glaube, beide haben gewonnen, oder? Ja, es war schön. Beide. Komm, nächstes. Nächstes. Unangenehme Situation. Ihr müsst euch jetzt abwechselnd jeweils zwei Dinge sagen, und zwar zwei Eigenschaften, die ihr am anderen nicht mögt. Ja, kann ich. Geht mit okay. dabei in einen Dialog. Okay, na komm, gib's mir. Also, ich bin dran. Ja, du fängst an, komm. Ich mag an dir nicht, dass du unsere Videos damals immer hochgeladen hast. Wie, eure Videos immer hochgeladen? Dass wir damals gestreamt haben, hast du einfach unsere TikTok-Videos hochgeladen. Hä, was meinst du? Guck mal, du weißt es nicht mal. Nee. Wir haben am Telefon gesprochen, dass du aufhören sollst damit. Hab ich das gemacht? Mhm. War es cool oder nicht? Nee, es war mega stressig. Weil ich immer zu früh hochgeladen habe. Nee, wir konnten nicht mit dir streamen, weil du die ersten Videos einfach, die wir dann mit dir gemacht haben, einfach selber hochgeladen hast. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann lass uns beide das machen. Wir bereiten das vor, dafür, dass sie die andere Hälfte hochladen. Ja. Aber lass zusammen hochladen. Dann meinst du, ja, say no more, und hast vor uns hochgeladen. Und dann waren wir wieder am Telefon. Echt jetzt? Ja. Ja, ich habe Druck gehabt, ne? Ja, haben wir gemerkt. Ja. Ja. Nee, war dumm, okay. Ich mag es nicht an dir, dass du so viel arbeitest und davon krank und alt und hässlich wirst. Darf ich auch was dazu sagen? Ich mag nicht, dass du mir immer sagst, dass ich so viel arbeite. Und ich selber so viel mache. Und du selber so viel arbeitest. Weil ich mag es nicht, dass du so viel arbeitest. Ich dir das sage. Und du mir das auch sagst, aber selber immer noch so viel Arbeit ist. Nee, ich sag dir ja nicht. Doch, sagst du auch. Ich sag nicht so oft. Ja, aber manchmal schon. Okay. Ich mag's nicht, dass du in Deutschland vermehrt Steuern hinterzogen hast. Da hab noch ich nicht. Disclaimer habe ich nicht. Mich stört es, dass du bei so etwas sehr ernsthaften so Format jetzt sowas sage. Ja. Sowas sag. Mich stört es, dass du jetzt auf die persönliche Ebene gehst. Mich stört es, dass du nicht auf die persönliche Ebene gehst. Mich stört es tatsächlich, dass wir ja Dinge nicht mehr machen können. Wir können zum Beispiel nicht mehr Fangen spielen oder sowas. Wie? Weil ich nicht laufen kann? Ja. Ich find's schade. Was finde ich schade? Ich find's schade, dass du immer noch meinen Preis hast. Ich find's schade, dass du meine Pokémon-Karte noch hast. Ach so, ja. Stimmt. Unter irgendeinem Teppich. Ja, ich find's halt schade. Was ich sehr ja schade finde, so, als euer Therapeut ist, dass ihr eigentlich nur zwei Eigenschaften nennen solltet, aber ihr gar nicht aufgehört habt. Ich finde schade, dass du so haarfarbemäßig mich kopierst. Das war ich zuerst. Ich finde schade, dass du mehr als zwei Eigenschaften genannt hast. Ich finde schade, dass du immer noch nicht aufhörst. Ich finde schade, dass der Therapeut hoffentlich nicht zu teuer ist. Ich fand's schade, dass wir uns auf deiner Party nur einmal gesehen haben. Auf meinem Geburtstag? Ja. Ich find's schade, dass ich dazu betrunken war und es gar nicht weiß. Ich find's schade, dass ich nicht so betrunken war. Und es auch weiß. Schön, gut. Ist viel, ne? Boah, ja, das ist viel. Hat auch wieder was gemacht mit einem. Ist gerade viel auch für mich, ja. Hat was gemacht. Aber das ist ja gut. Wir wollen ja auch, dass etwas mit euch passiert. Ich brauche dieses gerade, ja. Man muss sich in einer guten Beziehung auch mal einig werden. Ihr bekommt jetzt hier verschiedene Begriffe und ihr müsst euch jetzt einig werden, welche Wörter ihr untereinander verteilt. Wir fangen an, wir haben das Wort eitel. Genau, ihr müsst das unter euch aufteilen. Da sind wir beide. Ich glaube, wir sind beide sehr, sehr eitel. Ja, ja, aber du mehr. Ist das so? Ja, mach immer nur so mit meinen Haaren. Also durch meine Kamera gucke, die ich in deiner Wohnung drin habe, dann sieht das nicht so aus. Boah, schwierig. Ja, dann nehme ich das an. Okay. Unfokussiert auf jeden Fall. Revi auf jeden Fall. Leichtsinnig. Ja, das wäre auch eher ich, glaube ich. Revi auf jeden Fall. Guck mal, was ich halt immer mache. Dekadent. Glaube ich, Revi auf jeden Fall. Guck mal, was ich halt Boah, würde ich keinem von uns eigentlich zuschreiben, ne? Was ist dekadenter? Also eine Villa zu haben und darin zu wohnen halt, ne? Ich wohne ja nicht hier. Keine Villa zu haben und Wohnungen für die Allgemeinheit zu vermieten, damit auch die Wohnungen haben. Dabei, ich tue ja was für die Leute. Tage später stellt Helmut Cäsar fest, die Wohnung auch hier nur ein Fake. Sein Geld ist weg. Tu so was für die Leute. Ist ja gut für die Menschen, damit die wohnen können. Ist es besser, was ist dekadenter, ne? Du hast einen Pool. Eine Immobilie hat, wo einfach mehrere Leute ein Zuhause haben. Oder ist es dekadenter, wenn man einfach die ganze Zeit damit angibt, wie viele Immobilien man hat? Du hast sehr viel, ich weiß. Ich habe nicht angegeben damit. Das mache ich nie. Wie viele Subs hast du gerade? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wie viele Immobilien hast du gerade? Der Therapeut sagt. Der Therapeut hat eine Meinung entwickelt. Einfach. Der Therapeut ist so biased. Ja, das heißt? Ja, dann gib, komm, scheiß drauf. Höflich? Ja, ich. Ist das so? Aber ich habe schon diese asiatische Höflichkeit. Digga, du hast meine Mutter beleidigt. Findet ihr höflich bei Revi? Also klar, das geht jetzt gerade um uns. Was sagt ihr? Ich bin schon eigentlich ein höflicher Mann, oder? Ja, dann nimm du. Also, mir ist es egal, wer es bekommt. Ja, nimm's einfach, ja. Diszipliniert? Sind wir beide halt, ne? Schon, weil wir beide schon Worker. Nimm du diszipliniert. Aber ich nehm clever.
Ja, okay, dann nimmst du clever und ich bin geduldig. Ja, ging gut. Toll. Hätte ich nicht gedacht. Geklappt. Schön, das finde ich gut. Ich habe halt einfach mehr negative Eigenschaften als du. Ja. Ich habe einfach nur alles Negative bekommen. Aber auch das ist Teil einer Partnerschaft, mal Dinge auf sich zu nehmen. Ich sag, eine Partnerschaft ist wie ein Wagen. Punkt. Es wäre eine Brücke, die man baut. Ja, aus Stein aus dem Holz. Brückenstein der Freundschaft. Denn jedes Gespräch ist Freundschaft. Ein Stein. Es war immer schon ein Kindheitstraum, eine eigene Brücke zu besitzen. Lasst mal nostalgisch werden. Ich werde euch jetzt ein Foto geben und ihr redet einfach mal so drauf los. Vielleicht über die Zeit, vielleicht erinnert ihr euch. Alter, Junge, das ist schon sehr, sehr lange her. Digga, mit Vince haben wir beide keinen Kontakt mehr, ne? Ja. Weil er uns beide so abgezogen hat. Ey, Revi, du schuldest mir noch 700 Euro, Mann. Nein, Disclaimer, das ist nicht so. Vince macht immer noch gute Musik mit uns zusammen. Aber wie du aussahst... Ganz anders. Ich meine, du siehst auch jetzt fresher aus. Ja, du siehst echt boring aus, dieser Mensch hier so. Ja, ich sehe einfach austauschbar aus. Und deine Tunnels und dein Skater-Style, sage ich auch ehrlich, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ja, bin ich auch. Ne? Ja. Das war ein bisschen... Guck mal, was waren denn unsere Posen? Auch mit dem Mund, beide so... Ja. Warum? Da hat man doch einfach mal gesagt so, ja, wir gehen jetzt mal hin, lass mal ein Instagram-Bild kicken. So einfach mal ein Foto machen. Ja, heute ist echt anders. Heute meidet man das eher, ein Instagram-Foto zu machen. Aber krass, Vince ist, glaube ich, komplett gleich geblieben, oder? Der hat noch nicht gealtert einfach, ne? Zeitreisen einfach. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall krasseste Erinnerungen. Wir sind wirklich deutlich hübscher. Denn wir sind gezeichnet vom Leben. Wir haben Scheiße gefressen, ja? Ich trage diese Narben unter der Haut, denn jede Narbe ist eine Geschichte. Es ist ein... So ein Ding von mir. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Krass. Feedback über. Von meinem Team. Auf jeden Fall krasses Foto. Wir haben einfach nur darüber geredet, wie wir aussehen. Es war eine schöne Zeit. War eine coole Zeit, muss man ehrlich sagen. War richtig Spaß gemacht. Da waren alle YouTuber noch Freunde. Mittlerweile sind alle noch Geschäftspartner. Ja, danke eklig. Dir. Eklig. Wir machen die letzte. Macht einen Handstand. Hochhalten, Ball hochhalten mit rechts. Ganz random. Wer kann mit rechts mehr wegdrücken? Dein Bein. Hallo. Keiner macht so mit dir gerade. Das ist voll traurig. Ja, mach doch! Ja, dann hört doch auf! Also, Wünsche an den anderen. Ihr kriegt wieder eure Schreibunterlagen und ihr schreibt jetzt jeweils erstmal im Geheimen 3 Wünsche, die ihr an den anderen habt. Bitte nichts Materielles. Ah, scheiße. Rolex ist nicht materiell, oder? Weil wegen Zeit. Ich bin gezeichnet vom Leben! Okay, hab. Okay, ich fange an. Ich habe gesagt, du sollst zuerst deine große Liebe finden. Oh, das ist voll schön. Du sollst eine Familie gründen. Das ist auch schön, glaube ich. Und dann habe ich geschrieben, ein Porsche, aber nicht im materiellen Sinne, sondern wegen Glück. Ich habe geschrieben, mal eine WhatsApp-Nachricht die Woche fände ich schön von dir. Weil ich denke an unsere Freundschaft, nicht einfach nur, weil ich dir wünsche. Nee, wir sollten uns ja gegenseitig was Gutes wünschen, aber du wünschst dir einfach was von mir. Ja, schön. Das war ja der Plan. Mal so einen schönen Ausflug zu dritt. Zu dritt? Ich will gerne einen Therapeut mitnehmen. Dass er aufhört zu singen. Ja, strong. Super strong. Wir haben es geschafft. Gemeinsam sind wir nie einsam. Was ist dein Fazit? Was ist das Fazit? Also, ich muss mich erst mit den anderen Therapeuten besprechen. Hier sind das Zuschauern und die werden jetzt erstmal auf jeden Fall ein Fazit in die Kommentare ballern. Mein Fazit ist ganz positiv. Hat man denn gemerkt, dass wir mehr Bindung jetzt haben? Ich glaube schon, wenn man jetzt sieht, wie eure ersten 5 Minuten heute abliefen an diesem Tag. Ich meine, du hast ihn als erstes ausgesperrt und jetzt liegt er an deinem Knie. Ich rieche zum ersten Mal auch gut, ja, voll schön. Ich habe auch akzeptiert, dass er nicht gehen kann und ich weiß nicht, ich finde das auch okay. Ich wünsche dir den Porsche, wegen Glück. Bleibt immer euren Freunden Freunde. Freundschaft ist das, was Freude schafft. Das heißt Freund und Freundschaft. Ich denke mal, wir sind jetzt so zusammengewachsen, dass man auch, glaube ich, nicht jetzt deine Videos noch gucken muss. Wir können ja auch jetzt offen über alles reden, ne? Wir können jetzt offen über alles reden. Kannst du mir 400.000 Euro leihen? 400.000 Euro oder eine Verlinkung in der Videobeschreibung, weil das kostet ungefähr gleich viel. Und du kriegst die Videobeschreibung. Danke. Ich muss allerdings eine Sache sagen, die mich wirklich stört heute. Und zwar bin ich ein bisschen enttäuscht, eigentlich von meinem Chef. Er hat sich zwar fliegen lassen heute. Wusste, dass da noch was ist. Aber im Endeffekt liegst du einfach auf dem Boden. Ja, oh, und ich habe ihn hier bei mir im Schritt. Kannst ja gerne mal präsentieren. Ne? Hast ihn eigentlich gut aufbewahrt. Ja, ja. Darüber solltet ihr euch dann vielleicht nach dem Video nochmal unterhalten. Aber ich finde, so geknickt siehst du vielleicht ein bisschen besser aus. Hoffentlich kommst du bald ins Gefängnis. Gut. Das war eine Top-Abmoderation.